Moin und herzlich willkommen. Ich bin Flo und wir spielen heute Civilization 6 als Wuzetian von China weiter, wo wir ja dabei sind, eine riesige Mauer zu bauen. Wir müssen Kahokia noch platt machen. Wir haben gerade in der letzten Folge einen Vorschlag abgeschickt, einen Stadtstaaten-Notfall. Mal sehen, ob der durchgehen wird. Ich hätte mir mal noch ein bisschen diplomatische Gunst ansparen sollen. Vielleicht kaufe ich mir noch mal ein kleines bisschen was. Idealerweise von Alexander, aber der handelt natürlich nicht mehr mit uns. Ich kaufe mir mal 20 diplomatische Gunst. Mit 60 müsste ich schon das anfangen können. Ich glaube, das ist okay. Mal ein bisschen andersrum. Denn wir wollen den Krieg mit Alexander. Das haben wir hier schon ein kleines bisschen vorbereitet. Da muss aber natürlich nur mehr kommen. Währenddessen möchte ich auch mal Spione so langsam ausbilden. Wir können einen weiteren Spion ausbilden und hier haben wir den Geheimdienst schon in der Liste. Da können wir einen Spion mit ausbilden und unsere Spione haben höhere Erfolgschancen. Das ist auch durchaus wichtig. Gut. Ansonsten würde ich sagen, gehen wir einfach in die nächste Runde. Ja, das sieht doch gut aus. Wir sind weiter fleißig am Siedeln und Mauern bauen. Können wir einfach mal die gegnerische Einheit platt machen. Hier sind ein paar Freibeuter der Barbaren am Start. Karawelle können wir uns hier kaufen, okay. Da ist Aufklärung. Liberalismus wäre jetzt eine Karte, die wir nutzen könnten, um glücklichere Städte zu bekommen. Aber ich glaube, ich brauche alles, was ich hier so habe. Ich baue gerade... Ah ja, St. Basils Kathedrale als Wunder, ja. Nee, dann brauchen wir das alles. Gut. Wir haben gleich die Bonus-Sondersitzung in Handan, wurden Mittelaltermauern gebaut. Renaissance-Mauern wären jetzt gut. Die Goldkammer wäre natürlich auch schön. Wachstum brauchen wir nicht, Hanhafen. Ich baue mal die Renaissance-Mauern weiter. Wir haben die Limes-Karte, glaube ich, drin, ja. Sollten wir auch die Mauern bauen, die geben uns diplomatische Gunst. Und Wohnraum. Ansonsten ja, bleiben wir bei dem, was wir haben. In Taiwan wurde das Handelszentrum abgeschlossen. Wie sieht's aus? Wir kaufen uns mal einen kauernden Tiger. Das sind auch noch 4 Zeitalterpunkte plus einen Gesandten Bandar Brunei. Dann uns den Markt. Der Linieninfanterist kann schon mal dorthin ziehen. Und hier, tja, will ich hier überhaupt noch irgendwas machen? Ich glaube, hier hatten wir zuletzt den Bauernhof gebaut. Dann kommst du vielleicht erstmal zurück in die Stadt. Ja, gerade haben wir hier nichts zu tun. Gut. Hier können wir noch die Mine verbessern. Da warten wir aufs Wachstum. Hier ebenso. Dann unsere nächste Mission. Quellen beschaffen brauchen wir nicht. Können natürlich jetzt auch. Aber das ist ein bisschen verschwendet mit dieser Einheit. Die ist viel zu gut. Wir schöpfen weitere Mittel ab. Das wird schon wieder steigen. Dann bauen wir hier eine Mauer. Drüben. Ja, jetzt ist der Moment gekommen, um ein paar Felder zu kaufen. Aber wir haben kein Gold. Tja. Schade. Drüben warten wir auch auf die Ausdehnung. Ja, hier möchte ich auch kein Gold einsetzen. Gold ist gerade ein bisschen rar. Dann geht's weiter, würde ich sagen. Dieser Handwerker wartet aufs Wachstum. Ich glaube, hier können wir sehr gut den Handwerker noch hinbringen. 20 Salpeter. Peter. Ich könnte meinen Salpeter jetzt verkaufen. Ich warte aber nochmal die Runde. Und dann machen wir es nächste Runde und kaufen uns dann weitere Einheiten. Musketiere sind natürlich schlechter als die Infanteristen. Da könnten wir schon mal von profitieren. Und da ist jetzt der Notfall. Den wollen wir unbedingt haben. Wir wollen Granada zurückerobern. Wir wollen mit Cahokia in den Krieg ziehen. Auch wenn es gefährlich klingt. Und ja. Da ist der Krieg.
Robert macht das nicht so froh, weil wir mit einem Nachbarn im Krieg sind, aber gut, was soll man machen? Wer ist denn mit uns dabei? Wir sind alleine dabei, okay. Ah. Okay, das war vom Zeitpunkt her nicht so klug, weil scheinbar gar nicht so viele ihn kennen. Naja. Gut, es ist, wie es ist. Muss jetzt mal da anziehen. Da unten sind neue Barbaren entstanden. Eine Karawelle brauche ich nicht. Was ist denn da unten los? Ah. Maya sind im Krieg mit den Schotten. Haben wir hier sonst noch. Ah, das Camp dort wurde zerstört. Könnte da oben noch einen Linieninfanteristen kaufen. Da habe ich aber, glaube ich, gerade erst gekauft, ne? Ja. Bin mir ziemlich sicher. Na gut. So, wir sind jetzt hier im Krieg. Vielleicht können wir ein bisschen was plündern. So, hier entfernen wir erstmal den Wald. Dann bauen wir die nächste Mauer. Gut. Dann, ja. Ich stehe hier ein bisschen auf der falschen Seite. Aber so müsste das schon passen. Ich glaube, weitere Einheiten habe ich auch noch geschickt. Ah, Diamanten sind gar nichts wert. Na gut, dann unsere Handelsrouten sind zurückgekommen. Mit Jambi klingt nach einer guten Handelsroute. Dann schauen wir mal nach Stadtstaaten. Nalanda muss ich mir nicht unbedingt sichern. Was haben wir denn noch für verfügbare Wege? Stadtstaat. Also, Samarkand, Nalanda, Jerusalem, Kabul, Mexiko. Da sind wir schon überall so zerrehen. Ja. Gut, dann wäre wahrscheinlich einfach Produktion wichtig. Und wenn es Inlandsrouten sind, ist das auch okay. Guangzhou. Und Chengdu. Okay. Gut. Ich möchte jetzt hier nicht unbedingt das Gold ausgeben. Wir haben gerade Wichtigeres zu tun im Krieg. So, Lindsay verliert Loyalität. 55 Runden. Ach, das ist. Das wird kein Problem sein. Imhotep. Was wollte ich denn mit Imhotep hier bauen? Ach, Petra später. Dann gucken wir mal, ob wir unser Salpeter loswerden. 10 Gold pro Runde, das klingt gut. Dann 100 Smooks und 50 Gold. Naja, ich. Das ist mir aber eigentlich gerade ein bisschen viel. Okay, und unsere diplomatische Gunst vielleicht. Nehmen wir mal die 10 Gold pro Runde. So, Jiadong. Jetzt haben wir das Industriegebiet abgeschlossen. Ah, das wurde, glaube ich, repariert. Dann bauen wir die Werkstatt. So, hier können wir ein bisschen heilen. Dann machen wir die Einheit hier kaputt. Ich sehe gerade, wir haben hier noch eine Galeere im Petto. Gibt es hier was zu plündern? Dort unten ist ein Hafen. Den könnten wir mal plündern. Ich werde aber mal warten, bis wir die Karte haben, um günstiger unsere Einheiten abzugraden und dann Karawellen bauen. Okay, da kommen. Da kommen seine Einheiten. Heieieiei. Ciao. Da gehen meine Einheiten. Ah, war der Krieg eine gute Überlegung? Ist die Frage. Sieht so aus, als ob Pikeniere eine gute Idee wären. Dann holen wir uns doch mal ein. Du kannst mal direkt in die Stadt zurück. Ich denke mal, du kommst dahin. Unser kauernder Tiger kommt auch mal auf die Mauer. Imhotep ist unser Lockvogel. Peter bin ich tatsächlich nicht im Krieg. Kultur wäre ganz schön. Da ist Amphipolis. Sieht okay aus. Dann. So, wir wachsen in diese Richtung. Na gut. Du wartest. Dann waren wir hier. Ah, die Diamanten sind nichts wert. Nein, nein, nein. Die möchte ich nicht verkaufen. Verkaufen wir davon ein bisschen was.
10 diplomatische Gunst können wir auch noch verkaufen. 302 Gold, ja. So, Chengdu. Da haben wir das Industriegebiet abgeschlossen. Ich will so viele schöne Sachen hier haben. Also. Werkstatt ist 3 Produktion wert. Schiffswerft ist erstmal mehr wert. Dann machen wir das. Und dann wahrscheinlich den Staudamm. Nützt ja nichts. Hier drüben haben wir die Werkstatt fertiggestellt. Brauche ich hier jetzt, glaube ich, mal das. Und wir können uns dann, glaube ich, um die Mauern kümmern. Ja, mal sehen, ob unsere Linieninfanterie ja standhält. Die Mauer gibt er ja natürlich nochmal einen Verteidigungsbonus. Werden sehen. So, Robert wurde tatsächlich besiegt und aus dem Spiel geworfen. Krass. Okay. So, da haben wir noch ein paar Pferde. Magnus ist nicht mehr in Peking. Das ist schlecht. Dann brechen wir mal den Siedler ab. Zuerst den Geheimdienst. 7 Runden ist er neutralisiert. Okay. Dann, gut. Wir können hier attackieren. Das sieht doch eigentlich schon mal ganz gut aus. Ja, natürlich nur eine Range von 1, was super nervig ist. Aber das sieht schon mal gut aus. Imhotep soll weiter den Lockvogel spielen. Dann plündern wir hier ein bisschen Kultur. Eine Runde früher bekommen wir das Ganze dann. Du sollst aufs Wachstum warten, aber so richtig was zu tun ist hier sonst nicht mehr. Da warten wir auch aufs Wachstum. Da warten wir auch aufs Wachstum. Ja. Eine neue Stadt. Sehr schön. Leibeigenschaft ist drin. Dann werden wir siedeln. Da ist Wuhan. Dann haben wir hier drüben die Möglichkeit, den Regenwald zu entfernen. Da könnten wir ein Sägewerk bauen. Ja, hier warten wir noch ab. Da möchte ich nichts mit zu tun haben. Und hier, ja, platzieren wir mal den Hafen. Sehr schön. 660 Gold. Was kaufen wir denn damit Schönes? Noch einen weiteren Kaunen Tiger. Ja, ich denke, das ist erstmal das Sinnvollste, was wir machen können. Damit wir vielleicht auch einen kleinen Chor daraus basteln können. Verbotene Stadt wurde von Alexander gebaut. Das klingt aber nach einem Wunder, das China gehören sollte. Wo hast du es denn gebaut? Vielleicht müssen wir ihn während des Spiels irgendwann komplett einnehmen. So, Wolkenkratzer. Das heißt, erstmal ist das kommt rein. Und die öffentlichen Bauvorhaben. Die Karten 1 zu 1 übersetzt und verbessert. Wechselbanken werden jetzt sehr gut. Aber mit dem, was wir haben, kann ich erstmal leben. Ah, ich wollte die Verbesserungskarte doch reinmachen. Ach, wisst ihr was? Ich riskiere es so mit dem Plündern. Dann holen wir uns hier eine Mine. Da ein Sägewerk. Hier drüben warten wir weiter. Da ebenso. Ja. Gut, hier würde ich auch, glaube ich, einfach abwarten, beziehungsweise hier den Wald mal entfernen. Die Stadt kann sich auch nicht entscheiden, wohin sie wächst. Hier gründen wir unsere nächste Stadt, Nanjing, in der wir gleich zweimal die Mauer bauen werden. Okay. Dann machen wir hier weiter. So, jetzt unsere kauernden Tiger kommen endlich zum Einsatz. Ja. Besonders stark wirken sie nicht. Mal sehen, ob sie überhaupt überleben. Hallo?
Das ist natürlich auch ein Kavalleriekorps. Tja, haben wir uns da den richtigen Gegner ausgesucht? Das ist die Frage. Tja, ich bin gespannt. Du lockst hier mal weiter an. Dann plündern wir ein bisschen was. Okay, vielleicht können wir hier gleich der Einheit plündern. Können Salpeter verkaufen. Gouverneur. Ah, wir haben auch noch einen Titel. Indoktrinierung im Industriezeitalter. Das kommt ja bald. Aber wir kriegen auch noch einen weiteren Titel. Machen wir mal den Nationalismus. Dieser Titel. Tja. Armani. Gibt es einen Stadtstaat, den wir contesten wollen? Ja, Brüssel. Okay. Ab nach Brüssel mit dir. Auckland haben wir ja unter Kontrolle. Ja. Dann. In Nanjing. Ja. Viel haben wir hier noch nicht zu tun. Ich werde mal einfach einen Kornspeicher als erstes bauen. Und Monument und Stadtmauern. So viel soll die Stadt nicht machen, außer hier irgendwann einen Handelsbezirk platzieren. Okay, er geht die Stadt an. Das ist okay. Damit kann ich leben. Er wird wahrscheinlich auch ein bisschen was plündern. Wir sind jetzt erstmal in der Verteidigung. So. Hier können wir nochmal Kultur plündern. Dann konzentrieren wir uns mal auf diese Rittereinheit. Die kriegen wir, glaube ich, tot. Ja, fantastisch. Ist das nicht schön? Wir haben eine Einheit getötet. So, Imhotep spielt wieder Köder. Dann muss ich, glaube ich, mal meinen Handwerker hier retten. Du wärst jetzt wirklich nützlich an der Front. Ist nützlich da vorne hier. Jetzt müssen wir mal abwarten. So. Dann plündern wir hier 252 Gold. Schön. Schön, schön, schön. So, dann können wir den auch erstmal dort stehen lassen. Gut, am günstigsten sind die Einheiten von den Barbaren. Was haben wir denn hier? Eine Karawelle, den Linieninfanteristen können wir erst in 9 Runden anheuern. Auch eine Karawelle. Tja, ich befürchte. Akkad wäre sehr hilfreich. Damit wir den Stadtmauern vollen Schaden zufügen. Ich befürchte, wir müssen uns so eine Einheit kaufen. Und dann bevorzuge ich doch mal eine Antikavallerie-Einheit. Pikenier. Wann können wir die denn upgraden? Hier drüben. Musketen-Pikeniere. Ja. Die brauchen wir auf jeden Fall. Baut eine Waffenkammer. Ich habe noch nicht mal ein Lager. Tja. So viel dazu. Peking hat genug Wohnraum. So, schauen wir mal, was Alexander hier macht. Ah. Erstmal nichts. Interessant. Dann schauen wir mal, was wir hier anrichten können. Der Ritterchor ist tatsächlich etwas schwächer. Ziehen wir mal mit unseren Einheiten hier vor. Du kannst dir noch Echelon holen. Du kannst hier einmal attackieren. Du kannst dort attackieren. Ich glaube, Imhotep macht einen guten Job als Köder. Lindsay verliert weiter Loyalität, aber nicht problematisch. Wir können Färbemittel verkaufen. Nein, 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 nur Färbemittel. Das andere ist ja nichts wert. So, hier können wir noch ein bisschen Gold gleich klauen. Dann dieser Musketenpikenier kommt an die Front. Dich können wir upgraden. Das ist ja noch kein Musketenpikenier. Ich kann für 240 upgraden, sehr schön.
Damit erstmal weiter. Da wachsen wir gerade auch nicht. Hier haben wir die Mauern soweit. Das ist in Ordnung. Ja, das ist in Ordnung. Gut. Ich glaube, die Einheit werde ich erstmal da stationiert lassen. Und hier waren wir eh erstmal aufs Wachstum. Weitere 252 Gold und nochmal 252 Gold. Und hier können wir nicht den. Ah, der hat eine Spezialfähigkeit, alles klar. Gut. Vielleicht baut er Mauern, das wird ihn ein bisschen ablenken. Dann Mitte. Stadtmauern sind abgeschlossen. Dann holen wir uns die Mittelaltermauern. Hier drüben ist der Hafen abgeschlossen. Ich werde mal das Handelszentrum platzieren. War das hier richtig? Ja. Das ist hier richtig. Aber ich denke, ich werde auch Stadtmauern brauchen. Und für 720 holen wir uns nochmal Pekinier hinterher. Glauben. Glauben. Könnten uns Ferdinand Magellan holen? Nee. Das ist, glaube ich, nicht wert. So. Gut. Viel können wir in Aigain, glaube ich, nicht anrichten. Ich glaube, das ist schon das höchste der Gefühle, dass wir hier den Hafen geplündert haben. Ja, die Handelsroute können wir eben auch nicht plündern. Dann werden wir hier verschwinden. Ihr wartet auf euren Einsatz. Dann wartest du auf deinen Einsatz hier. Brauchen wir nichts zu tun. Ja. Er zieht also hier hin. Interessant. Vielleicht können wir hier defensiv eine Front aufbauen. Den Ritter könnten wir platt machen vielleicht. Schauen wir mal. Meine Attacke gilt ja auch unter anderem Cahokia. So, Imhotep, baite mal wieder. Dann plündern wir hier noch. Weiter 252 Gold, das läuft doch. Kann man so sagen, ne? Dann, ja, muss ich mal überlegen, was möchte ich hier bauen? An sich glaube ich am liebsten das Diplomatenviertel erstmal. Das setzen wir hier hin. Und den Geheimdienst zu Ende und dann wahrscheinlich das Diplomatenviertel. Komm, der Tiger hat schon Beförderung. Okay, cool. Hier ist der Markt abgeschlossen. Dann. Ah, wir müssen mal die Mauern reparieren. Dann können wir auch bessere Mauern bauen. Handelsrouten verfügbar, das alles zu seiner Zeit. Gut, hier mal wieder die Grenzen kontrollieren. Da passiert nichts und wir haben zwei Gesandte, mit denen wir spielen können. Ah, ja, Mogadischu auf seiner Seite, ja klar. So, dann holen wir uns mal Cut. Jerusalem, Mittler. Plus zwei Wissenschaft in jeder Bibliothek. Vilnius könnten wir uns holen. Nee, Buenos Aires. Das macht uns glücklich. Sehr schön. Und nochmal Zeitalterpunkte. Wir brauchen noch zwei. Ja. Und ich brauche mal stärkere Einheiten. Naja, solange wir keine stärkeren Einheiten haben, holen wir uns einen Pikenier. Autsch. Das war mein kauernder Tiger. Uff, das tat weh. Naja, wir haben ja noch einen. So, weitere Barbaren sind entstanden. Aber hier unten. Verdammt, das ist schlecht. Da wollte ich keine haben. So, dann. Du kannst da drüben angreifen. Wir ziehen nach vorne. Wir haben mal Cut auf unserer Seite, das heißt, wir machen hier auch Schaden. Den Einheiten.
Der Count der Tiger kann hier reinziehen. Was ich mich frage, ist, kriegen wir den Kill? So. Oh, du. Ah, ich hätte auf der Mauer bleiben sollen. Ich habe irgendwie nicht gesehen, dass da die Mauer ist. Ich krieg nicht den Kill. Dann möchte ich, glaube ich, hier mit Garnison befördern. Motep baitet. Hier können wir uns noch was holen. Da warten wir auch ab. Du bist da, glaube ich, in einer richtig schlechten Verteidigungslage. Vielleicht musst du die Stadt verteidigen. Dann. Ah ja, jetzt kann die Karte rein. Ich nehme mal kurz die Wunderproduktionskarte raus und wir nehmen. Holen uns die Berufsarmee. Das heißt, ein Upgrade hier. Wo sind meine anderen Bogenschützen? Du kannst ein Upgrade dir holen. Tja, mit dir würde ich auch gerne das Upgrade holen. Komme ich so schnell in eine Stadt rein? Ich denke schon, 3 Runden, das könnte klappen. Okay. Dann holen wir uns hier doch auch nochmal ein Armbrustschützen-Upgrade. Und hier eine Karawelle. So, unser nächster Spion ist fertig. Fantastisch. Den schicken wir auch mal wieder gleich nach Pella, beziehungsweise Alexandria Aria. Ja, das klingt gut. Dann kann er da einen Horchposten erstellen. So, nee, nee, nee. Korallen ist was wert und Trüffel ist was wert. Diamanten nehme ich nicht. Salpeter ist was wert. Pferde. Okay. Diplomatische Gunst. Gut. Dann. Meine Pikinier-Armee wächst weiter. Und in Shenyang, da ist das Industriegebiet abgeschlossen. Ja, dann bauen wir uns hier mal den +4-Campus. Der ist auch ziemlich cool. 6 Runden haben wir dafür Zeit. Hier drüben. Tja, dann werde ich, glaube ich, mal in eine Wassermühle investieren. Und der Spion. Oh, Fluchtweg wählen. Yes, das hat geklappt. Er hat das Gold gestohlen. Und wir haben die nächste Beförderung. Gucken wir jetzt mal Stipendien für Pingala. Sehr gut. Und wir machen weiter. Ja, er hat sich ein bisschen zurückgezogen. Wir sind im Krieg mit Akkad. Das ist schlecht. Die wollte ich doch auf meiner Seite haben. 6 Runden haben wir da den Campus fertig. Da würden wir dann einen Gesandten bekommen. Mal sehen. Haben wir sonst noch was, wo wir einen Gesandten bekommen können? Kolonialismus vielleicht. Dann. Du kannst dort angreifen. Du bleibst dort stehen. Du kommst mal einmal zurück. Du kommst noch da, du kommst noch da. Dann ziehe ich mit der Einheit vor, hol mir noch einen weiteren Pikenier. Warum nicht? So, da geht es jetzt dem Ritter an den Kragen gehen. Ach, die Kavallerieeinheit kriege ich nicht tot. Habe ich überhaupt Schaden hier gemacht? Man sieht es nicht. Vielleicht, wenn ich mit beiden angreife. Ja, sehr schön. Das ist doch gut. Dann kommt hier mal wieder der Lockvogel. Sieht denn hier aus? Nicht zu weit wachsen. Aber noch sieht es gut aus. Da scheinen wir hier hin zu wachsen. So, hoho. Das sieht doch gut aus. Haben wir einen Armbrustschützen. In der Nähe. Oh, hallo.
Okay. Naja, gut, bevor sie uns plündern, was sie wahrscheinlich tun werden. Vilnius, ja. Das ist schlecht. Fünf Runden müssen wir hier wachsen. Da, eine große Persönlichkeit. Ferdinand Magellan. Eine kostenlose Luxusressource und 300 Gold bietet plus 5 Kampfstärke. Na gut, wir nehmen ihn, da wir auch den nächsten großen Händler bekommen. Der wird uns eine Freibeutereinheit schenken, Francis Drake. Auch nicht schlecht. Was haben wir denn für Luxusressourcen? Korallen, Färbemittel. Da oben noch ein bisschen Abalone. Da unten haben wir auch Abalone. Und ich glaube, Abalone habe ich noch gar nicht so richtig. Werde ich auch nicht so schnell bekommen. Außer wir verbessern es hier. Von daher sind zwar die Barbaren aktiv, aber den kriegen wir schon raus. Dann würde ich sagen, weiter geht's. Wie sieht's denn aus? Hat Alexander inzwischen mal ein paar Leute kennengelernt? Wie meine Verbündeten, wollt ihr euch nicht dem Krieg anschließen? Ja, zahlt ihr mir was dafür? Naja, ein bisschen was. Ach, dann nehmen wir die glatten 100. Das ist doch ein ganz guter Deal. Die sind unsere Forschungs... Ich habe keine Militärallianz. Ja, schade. Du kennst Alexander doch auch. Einem Krieg anschließen. Nee, wahrscheinlich hast du mit ihm kürzlich erst Frieden gemacht. Und Jaja Warmann. Das... 11 Gold pro Runde. Nee, das lassen wir mal. Okay. Wir unterbrechen dieses Programm mit ein paar Stadtmauern. Oh, hier ist mir der Kampf ist aber zu wichtig. Er kommt direkt rein ins Herz meines Landes. Gut, dann müssen wir hier auch ein bisschen Verteidigung bauen. Clever. Aber er hat auch schon ein bisschen was verloren an Militärstärke. Also aktuell würde ich sagen, sind wir positiv rausgegangen aus dem Krieg. Er hat auch noch nichts geplündert von uns. Autsch. Karukia macht auf jeden Fall Schaden. Da ist das Schießpulver. Da ist eine Bombarde. Ist tatsächlich nichts geplündert worden. Fantastisch. Er ist hier ins Wasser rein. Das macht unseren Job ein bisschen leichter. Dieser Handwerker, der kann dahin. Du kannst dich mal dort platzieren. Von da aus können wir ein bisschen was machen. Nächste Runde. Dann. Kaufen wir das schöne Zeugs. Jetzt will davon auch keiner mehr was. Pferde, Eisen. Nee. Manche Gunst. Und. Tja. Habe ich schon den Boost für den. Für die Militärwissenschaften. Nee, dann holen wir uns mal einen Ritter. Ein bisschen was anderes. Akkad ist wieder auf unserer Seite. Fantastisch. Wir haben weitere Handelsroutenkapazität. Unser Linieninfanterist holt sich mal den Schlachtruf. Du wirst hoffentlich hier überleben. Tja. Also diese kauenden Tiger. Ich weiß ja nicht. So gut sind die nicht. Ich glaube, da machen wir tatsächlich mehr Schaden. Imhotep. Jetzt hier mal ein bisschen
zurückhalten. Ich habe das Gefühl, die Einheit würde sterben. Genauso wird wahrscheinlich diese Einheit jetzt sterben. Zufriedenstellend. Autsch, das sieht auch schmerzhaft aus. Ihr müsst euch mal alles hier zurückziehen. Du kannst eine Runde, glaube ich, aushalten. Ja, nicht die stärksten Einheiten. Und die Barbarencamps sind jetzt auch alle zerstört worden, wo wir Einheiten kaufen konnten. Ne? Hier oben geht es theoretisch noch in 4 Runden. Ja, das brauchen wir. So. Goldkammer ist abgeschlossen. Yes! Das ist doch schön. Dann holen wir uns mal eine schöne Schiffswerft. Mauern wären hier auch nicht schlecht. Ich glaube, die Schiffswerft ist erstmal sinnvoller. Hier drüben haben wir jetzt die Mauern abgeschlossen. Wir haben noch Wachstumsraum. Dann holen wir uns mal den Kornspeicher und die Wassermühle. Dann den Hafen und die Goldkammer. Mehr möchte ich hier gar nicht machen. So, hier drüben in Jadon holen wir uns die Mittelaltermauern. In Chiron. So, ich glaube, kurz mal einen Kornspeicher, dann Mittelaltermauern und Leuchtturm. Wobei den Leuchtturm brauche ich gar nicht so unbedingt. Ich kann auch das Handelszentrum nutzen. Die Handelsroute. Hier drüben möchten wir den Leuchtturm. Ah, jetzt die Barbaren am Start und halten uns davon ab, hier was zu bauen. Aber das. So, Magellan versucht sich wieder rumzuschleichen. Unsere Handwerker, die alle hier schön fein unterwegs sind. Da haben wir ein paar Trüffel, die wir loswerden können. 10 Gold pro Runde. Das schmeckt. Wir haben auch gleich den Nationalismus, dann können wir ein paar Einheiten zusammenfassen. Ich fürchte, hier können wir nicht viel machen. Du kannst da nichts machen. Alles klar. Dann gehen wir weiter. So, mein. Wir müssen noch 16 Mal Salpeter holen. Ja. 6 pro Runde. Tja, tschüss. Autsch. Okay. Das ist so sinnvoll, sich mit Alexander anzulegen. Ach, ich hätte noch da unten fahren sollen. Wenigstens lenkt das die Barbaren ab. Gut. Hier warten wir aufs Wachstum. Alles klar. Ein Fortbewegungspunkt. Ach, das ist jetzt schon verlockend. Kann sein, dass danach mein Ritter stirbt, aber das ist okay. Wir haben den Boost auch noch bekommen. Du kommst mir zurück. Der Magnus soll wieder nach Peking. Schauen wir mal. Da ist die Stadt. Und dann hätte ich hier gerne jetzt eigentlich der beste Moment, hier weiterzumachen mit dem Bau. Und solchen schönen Sachen. Konsulat. Staudamm wahrscheinlich noch nicht, aber Konsulat und Botschaftskanzlei können wir bauen. Eisen? Nee. Naja, vielleicht habe ich mich ein bisschen übernommen mit diesem Krieg. Wir werden sehen. So, Nationalismus. Das ist doch schon mal was. Das bedeutet, dass wir diese beiden Einheiten zusammenziehen können. Das bedeutet, dass wir hier ein Kill forcieren können. Nice. Dann können wir diese beiden Einheiten zusammenziehen. Und diese beiden Einheiten. Und da haben wir uns die Mobilisierung geboostet. So. Fernkampfangriff 4. Okay. Mutter, du kennst deinen Job.
Ist ein bisschen wie die Mumie kehrt zurück. Imhotep steht immer wieder von den Toten auf. Wir kriegen keinen Kill hier drüben. Also. Dann. Embolon, Embolon. Naja, wir greifen aber trotzdem an. Okay. Dann gerne der Kolonialismus. Und Gouverneurtitel. Rainer. Ach, Rainer wurde ja auch irgendwann aus der Stadt rausgenommen, sehe ich gerade. Da kommt jemand nach Xi'an. Oder? Ja, ich glaube, das ist ein guter Hafen. Na, beziehungsweise Handan. Handan. Wirkt vielversprechender. Und ich hätte jetzt gerne Überschusslogistik auch noch für Magnus. Cool. Ah, den Titel hätte ich aufbewahren sollen für die. Für die Eulen der Minerva. Naja, gut. Machen wir damit weiter. So, ein Gesandter. Wir könnten Vilnius aus dem Krieg holen. Die Zeitalterpunkte brauche ich gerade nicht. Dann sparen wir uns den Gesandten mal auf. Und holen dann Vilnius gleich im nächsten Zeitalter aus dem Krieg. Ja, und für 860, was machen wir da? Ein paar Einheiten upgraden. Ich würde gerne von hier oben noch einen Landsknecht kaufen. Drei unten. Ne, eine Infanterie. Linieninfanterie natürlich. Kannst du dich vielleicht auf Nahrung konzentrieren? Tja, alles andere ist, glaube ich, erstmal nicht so relevant. Hier drüben haben wir noch die Möglichkeit, einen weiteren Bezirk zu platzieren und mal auch noch hier den Campus. Sehr schön. Und dann gehen wir mal an die nächste Runde. Oh, eine Einheit. Ja, da brauchen wir noch ein bisschen Salpeter. Wahrscheinlich noch ein bisschen mehr. Okay, haut ab. Das ist die Geschichte meines Ritters zu Ende erzählt. Das ist aber okay, er hat den Boost bekommen. Boah. Autsch. So, Renaissance endet in drei Runden. Das ist doch schon mal was. Hier quasi gar keinen Schaden. Eine kleine Förderung. Dann. Unser Spion ist zurück. Ab nach Pella mit dir. Ich will Gold haben. Tja. Du holst dir die Beförderung. Dann nehmen wir mal Echelon hier. Wow, die Einheit ist nicht gestorben. Tja. Das sieht okay aus. 4 Salpeter und 5 Gold. Na gut. So, Imhotep. Macht doch mal was. Ihr müsst euch, glaube ich, einmal heilen. Komm, dann holen wir uns noch einen kauernden Tiger-Chor. Mal sehen, wie er gleich überrannt wird. Die beiden, naja, kann ich auch. Das ist nochmal sonst was. Salve und Salve. Na toll. Den falschen Bogenschützen hier mitgebracht. Der hat natürlich Garnison. Egal. Wir können Honig einkaufen. Hallo, Honig. Nehme ich. Honig und Kaviar. Ah, das ist Kaviar. Tja. So, wir kriegen euch. An irgendeinem Tag. Da weiter. Da weiter. Wir wachsen natürlich super langsam hier. Hier geht's eigentlich, aber wir wachsen erstmal zu anderen Feldern.
Okay. Du willst da hinten hinwachsen, das ist auch okay. Tja, ich könnte mir einen weiteren Landsknecht holen und die miteinander verbinden. Du hast Schlachtruf und Kommando und du hast auch den Schlachtruf. Ja. Ich glaube, das ist es nicht wert. Ich glaube, das Upgraden ist sinnvoller. Und dann warten wir nochmal die eine Runde ab. Okay. Der Bikini-Paul überlebt. So, dann. Aha. Ich ziehe mal lieber sicherheitshalber zurück. Drüben. Oh, er hat auch noch befördert. Yikes. Musketier. Naja, das wird er ja wohl überleben, oder? Das sieht gut aus. Dann. Was wird uns da angezeigt? Wir können Luxusressourcen einkaufen, alles klar. Jetzt habe ich dann doch das Abalon genommen, egal. Eine weitere Beförderung. Cool. Können wir immer noch nicht plündern. Das heißt, wir nehmen uns hier den Steuermann und dann kombinieren wir die Einheiten. Ah, das sind wieder Zeitalterpunkte, die ich mir hätte sparen können, aber okay. Ich hätte hier gern jetzt. Die Außenverteidigungsreparatur, oder? Ich meine, wir können ja auch weiter Bezirke bauen. Was die Goldkammer. Erscheint schon gut. Ja, wir reparieren die Außenverteidigung. So. Und dann haben wir uns den Staudamm und das Industriegebiet. Okay, weiter dort. Hier. Tja. Könnte ich das noch entfernen? Ah, die nächsten Trüffel. Ah, immerhin 6 Gold pro Runde. Das ewige Spiel. Dann Immortal Palo. Komm du doch mal jetzt hier hin. Dann können wir hier vielleicht eine Falle setzen. Okay. Das da nicht stellen. Ach ja. So, dann brauchen wir nur noch ein bisschen Salpeter. Können wir den upgraden? In der nächsten Runde können wir uns hier eine Einheit kaufen. 860 Gold. Dann spare ich nochmal dafür eine Runde. Haben auch gleich den Campus fertig. Das ist schön. Das sind, glaube ich, nochmal weitere Zeitalterpunkte. Die Schiffswerft ist dann hier auch fertig. Und dann können wir auch weiter Siedler produzieren. Es wird Zeit, es wird Zeit. Ja, Einheiten wären auch gut. Aber alles zu seiner Zeit. Da müssen wir echt drauf aufpassen. Und ja. Man sieht natürlich, was passiert, wenn man sich mit jemandem anlegt, der wissenschaftlich so überlegen ist. 43 Technologien gegen 32. Ja. Kulturell sind wir auch unterlegen. Aber gut, wir wollen ihn ja nicht komplett vernichten. Wir wollen Garokia vernichten und diese Stadt und dann unsere Stadt hier gründen. Und dann können wir Frieden schließen. Also, so ist es ja nicht. Wir haben ja ein ganz klares Ziel vor Augen. Hoffentlich wird nicht in der Zeit Nalanda untergehen. Okay, ich möchte eigentlich auch noch Granada befreien. Das wird wahrscheinlich nichts. Was bekommt er denn dann? Während dieses Notfalls. Und seine Belohnung plus ein Gold pro Runde für jeden ihrer Gesandten. Ja, okay. Das lässt sich ertragen.
Ja, wir werden schon einen Weg finden, das Ganze lohnenswert zu gestalten. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht und freue mich drauf. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Euer Flo. Tschüss.